Dröhnende Motoren und glühenden Asphalt. Ja, das bietet die DTM und einer der erfolgreichsten Fahrer zurzeit heißt Lukas Auer. Der kommt aus Tirol und ist nicht nur der Neffe von Gerhard Berger, sondern richtig, richtig schnell. Und genau deswegen haben wir den Luki Auer und seinen BWT AMG am wunderschönen Red Bull Ring auf einem Plausch getroffen. Das Event. Ja, wenn sich Mercedes, Audi und BMW im Dreikampf üben, wenn Emotionen jede Sekunde materialisiert werden, wenn es um richtig guten Motorsound und echte Rennaction Rad an Rad geht, ja, dann ist DTM angesagt. Grund für uns, hier in Spielberg beim Heimrennen zu sein und zwei Fragen nachzugehen. Erstens, was macht Luki Auer so besonders? Und zweitens, warum spielt die Farbe Rosa so eine bedeutende Rolle in so einer Rennserie? Der DTM-Zirkus macht Halt in Österreich und mit ihm im Gepäck haben sie Österreichs Motorsporthoffnung Lukas Auer und einen pinkfarbenen Mercedes AMG. Eine ungewöhnliche Farbe für einen Mercedes-Renner, denn schließlich sind die Geschosse der Marke mit dem Stern am Kühlergrill als Silberpfeile bekannt. Doch die Erklärung für die extravagante Farbgebung ist einfach. Dahinter steckt der österreichische BWT-Konzern, der als Hauptsponsor eine Farbe wählen durfte. Ja, wir haben 2015 mit Sportsponsoring begonnen. Wir sind da in die DTM eingestiegen. Grund dafür ist ein Produkt von uns, magnesiummineralisiertes Trinkwasser, das natürlich auch für sportliche Betätigung super ist. Und daher passt das natürlich zum Sportsponsoring sehr gut dazu. Unsere Zielgruppe sind Handwerker. Logischerweise sind die meistens motorsportaffin und daher hat die DTM als Plattform speziell in der Dachregion, also Österreich, Deutschland und Schweiz, perfekt funktioniert. Am Steuer des pinken Boliden sitzt Lukas Auer. Der Tiroler DTM-Pilot ist glühender Mercedes-Fan und ein echtes Ass hinterm Volant. Die Technik, die unter der C-Klasse-Hülle steckt, ist mit den Serienmodellen von AMG verwandt. Allerdings nicht allzu nah. Ja, ist ein V8-Saugmotor mit über 500 PS. Kupplung braucht man nur zum Wegfahren und schon in die Box zum Stehbleiben. Schaltung am Lenkrad natürlich. Wir haben 1115 Kilo. Ja. Aber man sieht natürlich auch an dem Auto, ist sehr viel Aerodynamik, sehr viel Detailarbeit. Und deswegen in der DTM ist das Brutale im Turnwagen, wir haben so viel Abtrieb. Ja. Das ist einfach ein Wahnsinn. Wie wir, ich würde jetzt gar nicht so im Topspeed, man fragt immer noch im Topspeed. Aber bei uns ist es sehr brutal, wo wir mit dem Gewicht bremsen können und wie schnell dass wir durch eine Kurve durchfahren können. Also es ist unglaublich. Plus wir fahren dieses Jahr nur mit kalten Reifen los. Ja. Und das macht das Ganze mit über 500 PS wirklich spannend. Speziell die Rennen, wenn du einen Boxenstopp machst, ist ganz verrückt. Dass Lukas Auer auch privat auf einen Mercedes setzt, ist klar. Einen braven Diesel braucht man sich in seiner Garage allerdings nicht erwarten. Er brettert natürlich auch zu Hause mit AMG-Power durch die Tiroler Berge. Ja, ich kann es nur ein bisschen in mein Ort beschreiben. Ja, in Kufstein, wo ich herkomme, du kriegst ja dann auch ein Dienstauto von Mercedes. Ich habe dann C63 AMG, was eh ein Traumauto ist für jeden Jungen. Ja, so sportlich und doch aggressiv. Also, da sieht man einfach, Mercedes ist bei jedem, egal ob Kollegen, Kolleginnen, ganz hoch anzurechnen. Die DTM ist High-End-Motorsport, der den Tourenwagensport ans Limit des Machbaren führt. Dabei gilt ein Platz in einem Werkscockpit auch immer als gutes Sprungbrett zu höheren Weihen. Lockt da etwa schon die Formel 1? Es ist kein Geheimnis. Formel 1 war und ist immer nur ein Traum. Ja. Jetzt habe ich meinen ersten Formel 1-Test gehabt. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Aber zuerst muss ich da meine Sachen erledigen und das heißt DTM mit Mercedes, BWT vollen Angriff. Bescheiden, aufgeweckt und mit dem BWT-pinken Mercedes AMG bestens aufgestellt. Wir drücken dir die Daumen, Luki, auf dass du es noch weit bringen sollst im Motorsport. Wer jetzt noch keine Winterreifen am Auto hat, sollte sich beeilen, denn bis zum ersten Eis am Asphalt ist es tatsächlich nicht mehr weit. Einer der
Top-Pneus am Markt, heißt Semperit Speed Grip 3. Und genau den haben wir uns unter extrem winterlichen Bedingungen angesehen. Der Check. Jetzt kann man schon die Tage zählen, bis das erste Mal der Winter die Straßen in Österreich in Beschlag nimmt. Bedingungen, die sowohl für Fahrer wie auch für das Auto fordernd sind. Schnee, Schneematsch, Eis, Regen, das sind so richtig mühsame Wetterbedingungen. Da kommt es auf die richtigen Partner an. Zum einen natürlich aufs richtige Auto und noch viel wichtiger auf den richtigen Reifen. Die Auswahl an Winterreifen ist in Österreich recht groß. Als alpines Land sind wir im Europaschnitt ein besonders wichtiger Markt. Hier gibt es noch richtig Schnee und auch mal Eis am Asphalt. Ein Reifen, der explizit für diese Bedürfnisse entwickelt wurde, ist der Semperit Speed Grip 3. Ein Pneu, der vor allem für größere PKWs wie auch SUVs geeignet ist. Insgesamt gibt es den Speed Grip 3 aber in 16 verschiedenen Größen. Bei der Entwicklung stand die maximale Wintertauglichkeit im Fokus, aber ohne dabei den Alltagskomfort außer Acht zu lassen. Also es gibt zwei Sachen beim Reifen. Wenn man eine neue Generation entwickelt, möchte man natürlich in gewisser Hinsicht eine Verbesserung erzielen. Es war uns aber auch wichtig, dass wir einen sehr ausgeglichenen, ausgewogenen Reifen mit dem Semperit Speed Grip 3 machen. Das heißt, er ist in gewissen Charakteristika, also alles, was das Schneehandling, Bremsen auf Schnee, Bremsen auf Eis, Aquaplaning noch besser geworden. Und gleichzeitig bei all den anderen Sachen, also Trockenverhalten und Verhalten in der Nässe, mindestens genauso gut wie der schon in den Tests extrem gut abschneidende Vorgänger. In den letzten Jahren schafften es Winterreifen von Semperit immer auf eine Top-Platzierung bei den großen Winterreifentests. Bestnoten auf Schnee und Eis gibt es auch für den Speed Grip 3. Bei all den guten Testergebnissen stellt man sich aber dann doch die Frage, ob es hier eigentlich noch Entwicklungspotenzial gibt. Es gibt jedes Mal noch Feinheiten, die sich unsere Techniker überlegen, damit der Reifen noch besser wird. Und die sind sehr bemüht, dass das für Generation zu Generation immer mal wieder die physikalischen Grenzen noch ein bisschen weiter ausgelotet werden. Auch wenn die Reifentechnik immer besser wird, der beste Schutz auf Eis und Schnee ist noch immer eine angepasste Fahrweise. Und zwar zusätzlich zu einem optimal arbeitenden Winterreifen. Für heute war es das auch schon wieder mit Go, das Motormagazin. Wer aber von uns nicht genug bekommen kann, ja, dem empfehle ich unseren YouTube-Kanal, um dort alle Videos und die komplette Sendung nachzusehen. Oder unser Facebook-Profil, um mit uns zu chatten. Und unser Instagram-Account, dort kann man Fotos von den Drehs sehen. Von meiner Seite war es das jetzt aber auch schon. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Freue ich mich schon drauf. Servus und Baba. Nächste Woche in Go. Wir fahren den brandneuen VW T-Roc. Außerdem fahren wir den Ford Mustang GT 350R. Also unbedingt dranbleiben. Go, das Motormagazin. Powered bei Turmöl. Tankbare Preise.